So, an allem Drachensang Online Spieletrend, es geht weiter mit einer neuen Ausgabe vom Drachenkrieger Abenteuer. Wie sollte es denn anders sein? Werde heute mal wieder ein bisschen mit meinem Verteidiger hier spielen, der Drachenkrieger. Nebenbei questen und habe natürlich wieder ein schönes Thema im Gepäck. Werde nicht so viel über das Gameplay verlieren, sondern was hat der gute Schilling heute vorbereitet? Oh yeah, hier erstmal eine Quest abgeschlossen. Und zwar habe ich vorbereitet das Thema Konsole oder PC. Und dazu sage ich ganz klar Konsolen und PCs. Also wir Let's Player oder YouTuber im Allgemeinen oder einfach, ja, viele Leute fragen einfach oft. Ich habe erst letztens, das ist auch der Grund für dieses Thema, wieder gelesen. Einen Moment. Stelle mit einer Werkbank aus den Sammlerstücken etwas Besseres her und bringe es Matthew All Things. Ich sehe aber kein Fragezeichen auf der Karte. Mysteriös. Egal, ich wollte ja heute in die Katakomben und dort werde ich auch hingehen. Genau, so. Also, eine Frage, die man so häufig gestellt bekommt, jetzt eigentlich gar nicht mehr so häufig, aber ich habe es, wie gesagt, wieder mal unter einem YouTube-Video gelesen. Zum Glück nicht von mir. Aber trotzdem habe ich es wieder mal gelesen. Was findet ihr besser? Konsolen oder PCs? Bla oder blub? Das oder das? Und meine Meinung dazu ist ganz klar, es muss auf jeden Fall beides geben. Vor allem, wenn man es jetzt nur von der Sicht der Spieler betrachtet, aber auch allgemein, was die Konsolen heutzutage jetzt schon so können. Unterscheiden wir doch einfach mal grundlegend zwischen Konsolen und PCs. Eine Konsole, wie zum Beispiel eine Xbox oder eine PlayStation, steht üblicherweise irgendwo im Wohnzimmer. Zumindest ist das so bei mir und bei allen Leuten, die ich kenne, die sowas besitzen. Wow. Ich glaube, da sollte ich jetzt, wenn ich keinen Schild trage, oder ich nehme den Schild einfach. So, steht üblicherweise irgendwo im Wohnzimmer, wo es extrem gemütlich ist, meistens. Und dort kann man dann zocken. Da schaut mal die Familie vorbei, Geschwister kommen da vorbei, vielleicht schaut mal die Mama rein und zockt dann vielleicht eine Runde mit, je nachdem was man hat. Es gibt ja auch schon familienfreundlichere Konsolen. Und wo steht üblicherweise der PC? Naja, je nachdem, wenn man einen eigenen PC hat, dann im eigenen Zimmer, das wahrscheinlich auch gleich das Schlafzimmer ist, oder in irgendeinem Arbeitszimmer, aber meist eher ein recht enges Zimmer, je nachdem, wie man eben wohnt, wo man wohnt. Also das würde ich mal als großen Unterschied sagen von PC-Spielen jetzt direkt zu Konsolenspielen. Weil, wie gesagt, die PC-Spiele, wenn man spielt, ist man eher so irgendwie in sich gekehrt. Und ich habe so das Gefühl, wenn man zum Beispiel jemanden fragt auf der Konsole, hey, komm mal rüber, einen Nachbarn zum Beispiel, hey, komm mal rüber, wir zocken eine Runde Spiel XY. Ja, dann kommt der gleich vorbei. Wenn man jetzt aber am PC fragen würde, hey, kommst du mal eine Runde rüber, wir spielen jetzt Drachensang Online, dann würde der nicht rüberkommen, sondern ich würde ihn einfach in die Gruppe einladen. Das heißt, die Konsolen, so habe ich das Gefühl, sind irgendwie gemeinschaftlicher, also so ein MMORPG könnte ja gemeinschaftlicher nicht sein, aber man sitzt nebeneinander, man sitzt gemütlich im Wohnzimmer, trinkt vielleicht ein Bier oder eine kalte Cola, was auch immer. Dann schaut mal die Mama ins Zimmer vorbei, je nachdem, wenn man noch zu Hause wohnt. Und sagt mal, ja, hallo, du bist auch mal wieder da. Und dann haben die nicht so ein schlechtes Bild vom Zocken. Das heißt, die Konsolen sind irgendwie offener und haben vielleicht einen besseren Ruf. Noch dazu, was jetzt so kommt und gibt es ja schon lange mit Wii und Wii U und Kinect und was weiß der Kuckuck was, wo auch jetzt auf einmal Kinder, eher noch Frauen, weibliche Spieler, Gemeinschaften dazu angeregt werden zu spielen, mit Spielen wie Just Dance oder SingStar und diese ganzen Sachen. Und das ist auch schon mal ein Vorteil. Ja, die PCs hingegen haben natürlich irrsinnigen Vorteile, man hat direkt zum Beispiel gleich das Internet, kommt jetzt auch oder gibt es ja schon auf den Konsolen, aber sicher nicht so geschmeidig. Ja, man hat wie gesagt direkt das Internet, man kann skypen direkt daneben, man steigt problemlos in Facebook ein, hat da direkt eine Tastatur. Auf der Konsole, wenn die im Wohnzimmer steht,
und man sich da extra eine Tastatur hinstellt. Das passt meistens nicht so, weil der Tisch eher nicht dafür gedacht ist, dass man da eine Tastatur draufstellen soll und da noch chatten kann. Und da hat man vielleicht kostenlose Spiele viel mehr. Auf der Konsole muss man ja eigentlich fast alles kaufen, bis auf so kleine Download-Minigames, die man sich irgendwie runterladen kann, wenn man Internetzugang hat mit seiner Konsole. Dann, was gibt's noch? Einfach alles. Man kann direkt auf YouTube schauen, man kann kommentieren, man kann, je nachdem, was man eben mit seinem Computer so macht, man kann am Computer vielleicht seine Hausaufgaben nebenbei schreiben, während man sich auf YouTube gerade irgendein Lied ansieht oder ein Video reinzieht. Also, man hat am PC eigentlich so viel mehr Möglichkeiten, möchte ich mal meinen. Aber man braucht auf jeden Fall beides und ich würde da nicht immer fragen, entweder oder. Also, was findest du besser, was findet der besser? Weil meistens ist es ja so, die wirklich von irgendwas komplett überzeugt sind, die haben einfach das andere nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na, aber PC ist doch tausendmal besser, dann werde ich wahrscheinlich einer sein, der einfach keine Konsole hat. Aber wenn, nein, Xbox ist doch, na, wie kannst du irgendwas anderes haben als eine Xbox? Xbox ist doch das ein oder alles, das geht ja gar nichts anderes. Dann besitzt der wahrscheinlich eine Xbox. Natürlich, ist ja klar, man verteidigt das, was man hat, man wird da irgendwie zu einem Fan, kann man sagen, und nimmt das eigene, was man eben, wie gesagt, hat, in Schutz. Aber es ist ja auch gut, wenn es verschiedene Sachen gäbe. Dann gibt es natürlich dann noch die Diskussion innerhalb, zum Beispiel der Konsolen, was ich jetzt auch ein bisschen angesprochen habe. Was ist da besser? Xbox? Na, Xbox ist doch das Allerbeste. Dann kommt der Nächste, schreibt PS3, was Besseres gibt's ja gar nicht. Und die Spiele dort und der Controller ist so angenehm. Und oh mein Gott, das ist ja alles das Allerbeste. Und da muss man sich auch klar sein, wenn es nur eines gäbe, das wäre ja das würde ja gar nicht gehen. Also erstens hätte man dann keine Wahl und zweitens hätte dann die eine Konsole eine riesige Monopolstellung. Soll heißen, die kann machen, was sie will, die kann ihre Spiele überteuert verlangen, die kann die Preise ansetzen, wo sie möchte. Die können einfach machen, was sie wollen, weil sie wissen, es gibt ja nur die Konsole, die Leute, wenn sie Konsolen spielen wollen, müssen sie die kaufen, also Pech gehabt. Das wäre so, wie wenn es nur einen PC gibt, der jedes Jahr oder alle paar Jahre neu rauskommt. Man geht dann zum Elektronikhändler und der fragt dann nicht, welchen Prozessor, wie viel RAM, welche Grafikkarte möchte man reinhaben. Der fragt nur, wollen sie PC3 oder PC4 haben? Das geht doch nicht, also man... Allein schon, wie gesagt, wegen dieser Monopolstellung, weil sonst die eine Firma machen kann, was sie möchte, muss es mehrere verschiedene Konsolen oder auch PCs oder Hersteller oder alles einfach geben. Und noch aus einigen anderen Gründen. Also ich würde da nicht immer so hergehen und sagen, PC ist das Beste zum Zocken. Nein, die Konsolen sind das Beste zum Zocken. Dann kommt manchmal auch wieder das Argument mit der Maus, dass einige zum Beispiel mit der Maus nicht spielen können, sagen wir jetzt Shooter, dass die da nicht so gut zielen oder aimen, wie man sie ja in Fachkreisen nennt, das Zielen bei einem Shooter, dass die das auf der Konsole viel besser können, da sind sie es gewohnt und am PC, wenn sie da auf einmal einen Shooter spielen, tot. Aber man kann ja auch einen Controller am PC anschließen. Ich habe zum Beispiel mal einige Zeit lang Final Fantasy, welcher Teil war das, 11 oder 12? Oh, habe ich einen 9? Nein, habe ich nicht. Habe ich eine Zeit lang mit dem Controller gespielt, am PC. Das ist ein Online-Game, kann man vergleichen mit World of Warcraft im Fantasy, im Final Fantasy-Stil. Und das habe ich eine Zeit lang eben gespielt mit Controller. Funktioniert auch am PC. Genauso, als ob man es jetzt auf einer Konsole gespielt hätte. Und finde ich auch nicht so schlimm. Da muss man, wie gesagt, das ist dann auch, es muss ja mehr geben. Dem einen liegt eine Maus besser, dem anderen der Controller. Der andere sagt, na, das gefällt mir gar nicht, ich spiele einfach Wii. Es muss auf jeden Fall, das ist auch gut so, dass es so ist, wie es ist. Es muss mehr unterschiedliche Sachen geben zur Auswahl. Und ich fände es sogar vielleicht noch besser. Momentan gibt es ja irgendwie, ich weiß nicht, bei Konsolen bin ich nicht mehr so der Held. Da weiß ich, kenne ich mich nicht mehr so aus. Weil ich jetzt seit einigen Jahren schon eher komplett auf die PC-Spielewelt umgestiegen bin. Aber
Eigentlich gibt es auch noch recht wenig aus, weil wenn ich an früher zurückdenke, da gab es ja Dreamcast auf einmal, gleichzeitig dann noch ganz früher Sega Mega Drive, SNES, N64, GameCube gibt es irgendwie jetzt gar nicht mehr. Jetzt gibt es ja, glaube ich, eigentlich nur bei den Gamern PS3 und Xbox. Also Xbox 360 natürlich. Wenn ich Xbox sage, meine ich schon die neueste. Und irgendwie, ja, da könnte ruhig auch noch eine Konsole da sein, die dann vielleicht noch irgendwas anderes hat. Also ich bin da nicht so einer, der sagt, nein, die Welt braucht nur eine Konsole und einen PC. Keine Auswahl für die Gamer, nichts brauchen wir. Sondern ist schon ganz in Ordnung, so wie das jetzt ist. Ich bin jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt hauptsächlich PC-Spiele spiele, hauptsächlich der PC-Fanatiker oder so, weil das wird dann sicher wieder für ein paar ein Thema auf der Gamescom sein. Zu welchen Ständen gehe ich hin? Wo gibt es die besten Spiele? Und bei solchen Messen, ich bin jetzt nicht auf der Gamescom, nur so nebenbei. Aber in Österreich gibt es natürlich auch solche Messen. Und da zocke ich natürlich auch mal irgendein Konsolenspiel an, wenn gerade eins frei ist. Einfach aus Spaß an der Freude, weil es auch witzig ist, mal wieder einen Controller in der Hand zu halten. Habe ich schon länger nicht mehr. Damals die Zeiten Tony Hawk's Pro Skater, SSX, die ganzen Sportspiele, Need for Speed, habe ich alle rauf und runter gezockt. Bei Tony Hawk habe ich auch Turniere gewonnen, dann noch Tekken, Beat'em Ups habe ich sehr gerne gespielt. Und das ist, wie gesagt, bei der Konsole, da sitzt du einfach gemütlich im Wohnzimmer, auf der Couch, kannst ein paar Freunde einladen und mit denen gemeinsam zocken und so. Auf dem PC spielt man eigentlich nur online. Also wer sich für ein Spiel wie Drakensang online jemanden einlädt und der, was macht er dann? Der schaut von hinten zu oder was? Der muss sich dann seinen PC vielleicht mitnehmen oder so. Aber ansonsten funktioniert das eher nicht. Oh, wieso habe ich das jetzt gelootet? Das wollte ich eher nicht. Oh, Level 15! Und ich bin jetzt auch schon beim königlichen König. Und bekomme hier das nächste. Aber da muss ich noch echt schauen, was ich da nehme. So, ich würde sagen, ich logge ihn mal aus seiner Festung raus. Wie ich das jetzt als Drachenkrieger schaffen soll? Weiß ich nicht. Oh, zorniger Kriegsschrei. Oh, was macht der? Der augenblicklich 500 Wut aufbaut und die Geschwindigkeit erhöht. Den gebe ich mir mal hierher. Wo ist der König jetzt? Ist er nicht mitgekommen? Besiege ich die nochmal schnell. Und dann mal schauen. Los, komm raus. Hier bist du. Ich bin König Heredo. Aber ich traue mich nicht raus. Doch, jetzt kommt er. Jetzt bin ich gespannt, wie ich den als Nahkämpfer schaffen soll.